Tatsächlich ist Musik und Oper speziell ein Virus, ein sehr positiver Virus. Und wenn man sich einmal mit dieser Krankheit angesteckt hat, wird man sie nicht mehr los. Das ist faszinierend. Und je früher das passiert, dass man dieses Aha-Erlebnis hat, diesen Effekt, dass einem plötzlich die Augen nass werden, weil man etwas hört und sieht, was man gar nicht fassen kann. Das möchte man immer wieder haben. Das möchte man immer wieder erleben. Und es gibt ja sogar Leute, die sagen, das ist wie eine Katharsis, wie eine Reinigung. Es ist sogar für uns auf der Bühne so, weil ich so viele Gefühle durchlebe, während der Darstellung im Laufe eines Abends, dass ich mich hinterher richtig klar und gereinigt fühle. Und das ist beim Publikum oft auch so. Und das ist ein ganz großartiger Effekt. Und wie gesagt, wenn man das einmal erlebt hat, will man mehr und mehr und mehr und mehr. Eine Droge. Du bist ein unglaublich empfindsamer und sensibler Mensch. Und wer dich kennt, der weiß, wie sehr du an deiner Familie, an den Menschen, an Freunden etc. hängst. Mit so einer sensiblen Seele, wie schwer fällt dir das, von zu Hause wegzufahren, wenn du singen musst? Ich habe ja schon auch erwachsene Kinder, insofern gibt es da auch immer wieder Gespräche darüber und das kommt dann schon manchmal plötzlich zutage, so nach dem Motto, ja, du warst ja eh nicht da, so nach dem, ne, du hättest ja auch einen anderen Job suchen können. Das, ist schon hart, das dann zu hören, weil so wahnsinnig viel Auswahl hat man ja nicht. Natürlich kann ich mich entscheiden oder hätte ich mich entscheiden können zu sagen, das ist die Grenze meiner Karriere, ich will jetzt gar nicht international werden, ich suche mir jetzt irgendwo einen festen Job, wo ich sozusagen jede Nacht in meinem Bett schlafen kann, aber vor allem viel, viel mehr als das Finanzielle ist das Emotionale, dass ich dann wahrscheinlich den Rest meines Lebens frustriert gewesen wäre, weil ich gedacht habe, warum hast du denn auf die Bremse getreten, wer weiß, wo das noch überall hingegangen wäre. Und das hat natürlich niemand geahnt. Und ich glaube, dass versteht nur ein Künstler, dass ein anderer Künstler nicht anders kann, als es wenigstens zu versuchen. Ich gebe ganz offen zu, auch wenn ich weit weg war, ich habe manchmal sehr gelitten, ich habe horrende Telefonrechnungen gehabt. Aber bei all dem, ich habe es natürlich genossen, auf der Bühne zu stehen. Ich habe es natürlich genossen, Erfolg zu haben und das zu machen, was meine große Leidenschaft ist. Das ist ja klar. Fammi cantare.